Pritel im Glück, Doan wird immer wichtiger. Die gute Leistung aus dem Leipzig-Spiel wurde wiederholt. Die gute Leistung wurde diesmal auch belohnt. Und die zweiten drei Punkte der Saison gehen auf unser Konto. Auf das Spiel gegen Mainz 05 schauen wir wie gewohnt nach dem Intro. Beide Mannschaften haben die drei Punkte natürlich dringend gebraucht. Wir haben sie mitgenommen. Wie eben schon gesagt, die gute Leistung aus dem letzten Spiel wurde absolut wiederholt. Wir können sehr, sehr stolz auf unsere Jungs sein. Diesmal wurden wir sogar belohnt. Kampf, Leidenschaft haben gestimmt. Technik dazu diesmal auch. Vor allem Doan natürlich überragend wieder das Spiel von dem Japaner. Wir können froh sein, wenn wir den irgendwie fest verpflichten können zur nächsten Saison, auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist. Am Ende wurde es zwar nochmal knapp und über Spiel gesehen hatte Mainz auch die ein oder andere sehr gute Chance, aber ich denke mal, am Ende war es verdient, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Und dann schauen wir mal von Anfang an, wie das Spiel gelaufen ist. Von Beginn an merkte man, dass nicht die Bielefelder Mannschaft aus den Spieltagen 3 bis 8 auf dem Platz stand. Sie begann mit sehr viel Schwung und Spielfreude. Die erste richtig große Chance gab es aber auf Seiten der Mainzer. Lokuki verliert im Mittelfeld gleich zweimal den Ball, Boetius schnappt ihn sich, leitet gleich weiter auf den Superstürmer Mateta. Der scheitert allerdings aus Spitzenwinkel an den heute wirklich überragenden Ortega, beziehungsweise gestern überragenden. Nur 4 Minuten später gab es die nächste Riesenchance für Mainz. Zentner mit dem langen Abschlag, der Ball wurde gleich 4-mal mit dem Kopf weitergeleitet. Am Ende war wieder mal Mateta durch, ging an Ortega vorbei und versuchte den Ball dann per Hacke ins Tor weiterzuleiten. Das hat natürlich aus unserer Sicht zum Glück nicht geklappt. Wenn es allerdings geklappt hätte, wäre es vom Spielaufbau und von der Technik sicherlich das Tor des Spieltages gewesen. Nur eine Minute nach dieser Chance hatte Schippo die Möglichkeit auf dem Fuß, doch leider traf er den Ball nicht richtig und zog so doch einige Meter am Tor vorbei. Dann kam aber die 21. Minute, Hartl kommt über außen, legt den Ball lässig per Hacke am Gegenspieler vorbei, flankt an den Strafraum, wo Doan steht, der nahm den Ball super elegant an, beziehungsweise mit einer guten Technik, legt den Ball dann gleich auf den heranstürmenden Pritel ab, der legt sich den Ball kurz zurecht, zog dann ab, der Ball sollte eigentlich ins linke untere Eck gehen, wurde dann zweimal abgefälscht und der Ball ging in die Mitte, Zentner war sogar fast nur dran, aber der Ball schlug ein. Aus unserer Sicht natürlich vollkommen scheißegal, wie das Tor gefallen ist, Hauptsache es ist gefallen und das war natürlich so ein richtiger Befreiungsschlag. Nur 10 Minuten darauf, Martin verliert im Mainzer Aufbauspiel den Ball, Schippo ist der Glückliche, der den Ball bekommt, legt per One-Touch auf Doan weiter, der dribbelt sich circa 7 oder 8 Meter durch die Mainzer Abwehrreihe, zog dann ab und der Ball schlägt wieder ein 2:0, nur 10 Minuten nach dem 1:0. Der Ball ging ins rechte untere Eck, wurde zwar wieder abgefälscht, aber ich denke mal, allein durch die Vorarbeit, durch dieses Dribbling, ist das schon fast nebensächlich. Der zweite Durchgang begann dann eher weniger spektakulär, erst in der 61. Minute gab es die nächste dicke Chance auf Seiten des DSC. Klos kommt über die rechte Außenbahn, dribbelt sich da durch, schluckt zwei, ja, mehr oder weniger Haken, lupft, flankte dann in den Strafraum, war von beiden irgendwie irgendwas. Und da stand Pritel, der aus Spitzenwinkel abzog, doch Zentner war diesmal zur Stelle, nicht das 3:0, es ging also weiter. In der 78. Minute gab es nach kleineren Möglichkeiten die nächste dicke Chance für unsere Jungs. Nach einem Ortega-Abschlag verlängerte Klos den Ball per Kopf. Doan nutzte eine kleine Unaufmerksamkeit des Mainzers, legte dann gleich weiter auf den eingewechselten Vogelsammer und dem hinderte nur der Fuß von Hack und die Hand von Zentner am ersten Bundesligator. Der Sack hätte schon zu sein können, was folgt, dürfte klar sein. 4 Minuten nach der Vogi-Chance legt Onesivo auf Stöger, der zog ab, schaltete noch an Ortega, der den Ball nach außen abprallen lässt. Dort stand Mateta, brachte den Ball nochmal in die Mitte und da stand wieder Stöger und musste den Ball nur ins leere Tor einschieben. Nur noch 1:2, 8 Minuten zittern also für unsere Bielefelder Jungs. Und als Bielefelder weiß man, wie sich das anfühlt, nicht gut.
Aber dennoch, unsere Jungs brachten es relativ unaufgeregt über die Zeit. 1-2 Konter hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ausfahren können, dann stände es 3-1. Aber ich denke mal, das ist vollkommen Latte. Was zählt, ist, dass in so einem wichtigen Spiel die 3 Punkte in Bielefeld bleiben. Und das sind sie. Ich bin einfach unfassbar stolz auf unsere Jungs und hoffe natürlich, dass sie diesen Aufwärtstrend mitnehmen können und auch in den nächsten Spielen viele Punkte holen zum Klassenerhalt. Was ist eure Meinung zu diesem Spiel? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lasst uns da gemeinsam diskutieren. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Wir sehen uns dann nächste Woche zu einem neuen Video und natürlich in einer Woche in aller Frische zu einem neuen Livestream wieder. Lasst sehr gerne, wie immer, natürlich ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich wäre sehr, sehr dankbar und sage, wie es natürlich auf meinem Kanal immer heißt, reingehauen und auf Arminia.